Liebe Schwestern, liebe Brüder, von Teilhard de Chardin stammt der schöne Satz: Beten Sie für mich, dass ich mich niemals dazu hinreißen lasse, etwas anderes zu wollen als das Feuer. Beten Sie für mich, dass ich mich niemals dazu hinreißen lasse, etwas anderes zu wollen als das Feuer. Welch ein Wort. Ein Wort, das uns hilft, dieses schwierige und schmerzhafte Evangelium zu verstehen. Davon spricht, dass das Evangelium nicht einfach, wie wir das heute meinen, oberflächlich eine Friedensbotschaft ist. Natürlich. Das Evangelium ist eine Botschaft des Friedens. Das ist seine Absicht. Weil es die ganze Welt, die ganze Menschheit wieder hindrehen und hinwenden will, umkrempeln will, auf Gott hin. Denn nur so wird sie friedfertig werden. Nur von Gott her lernt sie verstehen, wer sie selber ist und wie sie leben kann, damit Leben gelingt. Aber es gibt Widerstand. Und das ist genau der Punkt, dieser Widerstand, an dem die Spaltung entsteht. Das Evangelium zu bringen, kostet etwas für die, die es bringen und für die, die es annehmen. Ich weiß manchmal nicht, ob es uns klar ist, und ich frage das mich selber oft, dass wir beim Evangelium oder wenn wir Sakramente feiern, mit dem Feuer hantieren. Wir haben das als Kinder gelernt, wir sollen nicht mit dem Feuer spielen. Ja, es ist gefährlich. Aber das Evangelium, von Gott zu sprechen, die Botschaft Christi in diese Welt zu tragen, ist mit dem Feuer zu hantieren. Und Jesus will, dass diese Welt davon entzündet wird. Und wenn die ganze Welt vom Evangelium brennt, wird das vertilgt, was Gott entgegensteht. Und es beginnt bei uns. Die Gefahr ist zu allen Zeiten, nicht nur heute, groß, dass wir das Evangelium zusammenkochen zu einer netten Soße, die wir über etwas drüber geben, wie über einen Nachtisch, sodass es leicht bekömmlich ist. Biologisch abbaubar natürlich. Das Evangelium ruft uns in Erinnerung, die Härte und die Kraft des Evangeliums, wie verzehrendes Feuer. Auch im Alten Testament steht dieses Wort: Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Offenbar war sich Teilhard de Chardin in seiner Einsamkeit dieser Kraft bewusst. Und niemals wollte er etwas anderes wollen als die Kraft dieses Feuers. Nichts anderes. Alles andere ist zu billig, zu klein, zu schwach. Auch jener fast unbekannte Heilige, zumindest was seine Geschichte angeht, der sozusagen das Saarland ja in dem Reigen der Heiligen vertritt im deutschsprachigen Messbuch, St. Wendel oder Wendalinus, ist ein solcher Patron, der die Kraft des Feuers gespürt hat. Und es gab Generationen, denen das eingegangen ist. Wir kennen seine Grabeskirche seit ungefähr 1000. Von seiner Geschichte wissen wir nicht sehr viel. Es wird nur berichtet, dass er unter Erzbischof Magnerich von Trier, also im 6. Jahrhundert, in den Wäldern der Vogesen lebte, als Einsiedler. Der wollte nicht mehr als das Feuer, die Kraft des Feuers. Das ist das Korrektiv zu unserer merkwürdigen Wahrnehmung oft von Evangelium. Welchen Sinn hat zum Beispiel ein solches Leben in der Einsamkeit? Wozu soll sich ein Einsiedler zurückziehen? Der lebt doch nur für sich selber, sagt eine Gesellschaft, die überhaupt nie etwas anderes tut, als den ganzen Tag um sich selber zu kreisen. Sie versteht dieses Leben nicht mehr, das sich zurückzieht, um ganz offen zu sein für Gott. Und auch so, auf diese Weise erst recht für die anderen da zu sein. Im Barock, vor und nach dem Dreißigjährigen Krieg, über mehrere Generationen, hat Wendalinus eine unglaubliche Verehrung genossen, hier in unseren Breiten. Etliche Wundertaten sind durch seine Fürsprache bezeugt.
Wenn man eine schwierige Fuhre hatte mit dem Vieh, hat man Vendalinus angerufen. Wenn das Vieh erkrankt war, hat man Vendalinus angerufen. All das lässt nach, als es Tierärzte gibt. Und auch in unserem Bistum ganz kräftig der Rationalismus einzieht. Und der wurde von unseren Erzbischöfen, also Clemens Wenceslaus und solchen Leuten, heftig gefördert. Man wollte schließlich in sein. Man wollte mit der Zeit gehen. Da ist dann doch Vendalinus irgendwie in der Wahrnehmung und Verehrung unter die Räder gekommen. Gut, dass wir ihn heute noch feiern. Gut, dass sein Grab unter uns ist und seine Grabeskirche uns gemahnt, dass es mehr gibt als Rationalismus, bedeutenderes als Tierärzte. Mehr, als dass wir, was wir aus dem Evangelium oft zu machen versuchen, damit es sich uns unterordnet. Das Feuer, von dem diese Existenz spricht, das Feuer, das Christus selber ist, lehrt uns eines Besseren.